Mal schön. Nee, wir haben nichts. Was wird denn? Pissen. Ich will pissen. Ja, wie? Die Unterhosen, ja? Ja, die Unterhosen voll anderen. Die Bikinis. Ich hab ein Mikro. Wollen wir? Nein, es dürfen müssen. Hä? Wir dürfen nur Wasser verwenden. Was soll man Wasser? Was willst du denn machen? Das zeigt von da oben drauf. Ja? Ja, klar. Ist denn noch drin? Ja, natürlich. Ja, überall dann. So ein Tropfen beim Duschen stinkt es auf einmal mehr wie. Ja, aber da stinkt es ja rüben mal. Oder wie? Ja, das stimmt. Ja, was wollen wir machen? Schuhe? Boah, da aus dem Schuh kriegst du es wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich hab den Geruch jetzt in der Nase, ne? Ich geh, wir schlafen jetzt. Ja, gehen wir schlafen. Schauen wir, ob was passiert, wann nicht. Die müssen das regeln, das gibt's nicht. Hey, da ist noch was drin. Kevin, was? Kevin, Mann. Wie eine Wolke. Alles reingelaufen. Ich hab geschaut. Da ist eine Pfütze drinnen da rechts. Hast du geguckt? Ja. Oh mein. Boah, ich raste aus. Was ist das? Mach die Kotze. Oh, scheiße, ein Fest, ein Fest, Mann. Jenny wollte angreifen. Oh. Na, wie riecht die Babykotze? Oh, die haben wir in der Hand. Ja? Ja. Ich hab noch Blubber, Blubber. Ich hoffe. Ey, hallo. Hey, die machen da irgendwas. Jetzt wie halten die Tür zu. Riech. Doch. Was wollt ihr denn, Mann? So Idioten, ey. Wir haben nichts damit zu tun. Lass uns mal schlafen. Das war Patrick. Mhm. Peggel. Patrick. Das ist Kotze. Das ist 8x4. Von Patrick. Karen. Patrick, hab ich gesagt. Hallo. Hä? Warum? Vom Pegel was. So halt. Wie riecht das? Gut. Findest du? Warum hältst du die Tür auf? Was habt ihr vor? Ja, weil du zumachen willst. Ich mach nicht zu. Sag mir, was ist das? Komm hier hin. Was ist das? Ey. Ey, hier draußen riecht es ein bisschen schlecht. Ich mach mal jetzt die Tür zu, ja? Die kann doch sowieso nichts machen, aber die darf nicht hier rein. Ich hab geschlafen, ne? Nein, das war wirklich der Pegel. Alter, was willst du denn? Habt ihr da reingekotzt, oder was? Mhm. Wir haben uns hier den Finger in den Hals gesteckt und haben euch was vorbereitet. Da sind so Stückchen drin. Ja, Katze. Das riecht auch nicht, oder? Hm? Das riecht doch nicht bei euch. Nö. Riecht man das nicht? Mhm. Ich hab gerochen, aber es riecht noch nichts. Ey, das riecht nicht. Riecht doch mal. Das ist Kotze. Riecht doch Kotze? Von wem? Von Kevin. Pegel, der hat doch Bauchschmerz. Von Pegel meine ich doch. Ich hab ein bisschen Schnupfen, deswegen. Was ist das? Pegel hat ihn. Hier hast du ihn. Du hast irgendwas auf der Nase. Ins Creme. Wieso? Na, war ich jeden Abend drauf. So ein kleines Ding oder was? Nein, es war alles voll, das zieht gerade ein. Das macht den Nagel. Die ist. Die ist da so ein bisschen reingetreten. Oh, ja.
Kotze. Schnupper mal. Nee, das riecht schon so um. Also ist es Spucke? Ist es keine Kotze, sondern Spucke, oder was? Ja, bleib ehrlich. Oh. Hau ab. Ich flippe aus, ich hau dir das Ding in die Fresse. Ist das Spucke? Keine Ahnung, es riecht wie Kotze. Ich hasse nichts mehr als Spucke. Lass mich mal. Boah, tust du das jetzt an? Oh. Alter, ich bin mit dem Bett nutzen. Spring. Ist das Spucke? Das ist Keke. Das ist nichts. Ich bin mit der Tasche so ein bisschen schwimmen, geht halt dann klapp alles drauf, Alter. Wer war das? Melli. Wer, Melli? Ja. Ja, wir gehen jetzt runter. Entschuldigung. Ich will noch meine Hose, mein Mikro. Komm, die machen wir alle. Ja, komm, die machen wir noch alle. Was, du gehst runter, oder? Ey, Scheiße, der Deckel fliegt voll ab und ich mach Melli total voll. Du hast gestern runter. Ey, na, wartet's ab. Ey, das ist echt widerlich. Irgendwann hört's so auf. Hab die Scheiße an der Arme, weil er nicht mal bitte. Nicht nur mit dem Arm, dann T-Shirt auch. Oh, nein, oder? Ich will morgen nicht einen Fuß und Zähne vor der Haustür vor die Tür setzen. Nein, kein Problem. Nichts Schlimmes. Bestimmt mit der Käse mit Knoblauch. Nein, nichts Schlimmes. Ich würde morgen nicht einen Fuß raussetzen. Der erste Mach hat immer Arschkarte hinzu. Komm, wir machen jetzt mal irgendwas hier. Was ist das? Ihr wisst schon, dass wir nichts zum Abwaschen haben, ja? Ich bleib jetzt hier stehen. Du gehst da vor. Der erste, der morgen draußen ist, ey, der wird richtig. Der wird den ganzen Tag schlechter drin haben. Ihr seid so ein paar Dreckschweine! Ich wollte dir jetzt eigentlich nicht fragen, wenn ihr aufstehen. Ich hab gesagt, der erste, der aufsteht, der wird zurück. Richtig. Du kannst oben nicht pennen, wie es da nach Kotze stinkt. Oh. Ich. Da war der Brief. Klacksehen gewesen. Oh Gott, ey, ja. Mhm. Ich freue mich schon auf eure verzerrten Gesichter. Wir hatten auch genug Zeit, darüber nachzudenken. Ist doch nicht schlimm. Könnt ihr doch ruhig. Jeden dieselbe Chance. Einen raus noch, dann geh ich hoch. Schlafen. Ja, die beiden. Und Alex, nur so Luftzug, so Hotel sein. Was war denn da drin? Das war egal. Da muss man fragen. Ja, das